Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Heute habe ich mal wieder eine kleine Goodie-Idee für euch. Nicht nur jetzt zum bevorstehenden Valentinstag. Dieses Goodie kann man eigentlich zu ganz vielen Gelegenheiten basteln und ist aus zwei Herzen zusammengesetzt. Das ist so die Grundform, die ich verwendet habe. Und man kann es eben, ja, als kleines Mitbringsel, wenn man irgendwo hingeht zu einer lieben Freundin. Man kann es als Tischgoodie hinstellen, wenn man mal wieder Gäste empfangen darf. Gibt ganz viele Möglichkeiten für eine Hochzeit, für eine Konfirmation. Könnte man eben diese Form auch verwenden. Ihr seht ganz viele Möglichkeiten, wie man dieses kleine Goodie einsetzen kann. Und ich würde euch gern zeigen, wie ihr es nachbasteln könnt. Es ist nicht wirklich kompliziert, ein bisschen knifflig, aber ja, das schafft ihr schon. Da bin ich mir ganz sicher. Genau, im Innern hat Platz so eine kleine Kokospraline, auf die habe ich es jetzt abgestimmt. Aber selbstverständlich kann man da auch jede andere Süßigkeit reinpacken. Man könnte jetzt auch zum Valentinstag einen kleinen Brief mit lieben Worten reinpacken. Oder man kann da ganz, ganz viel spielen. Ein paar Mandeln, so Zuckermandeln, wenn man es für eine Hochzeitsgesellschaft nimmt. Also, ihr seht viele Möglichkeiten und ich zeige euch jetzt, wie ihr es gestalten könnt. Material braucht ihr eigentlich gar nicht viel. Das ist ein Streifen, extra starker Farbkarton in Weiß mit den Maßen 18x7 cm bzw. 7 1/8 Inch mal 2 3/4 Inch. Dann habe ich verwendet das Stempelset Valentinsschatz. Das passt nicht nur zum Valentinstag, auch zum Geburtstag und zu Hochzeiten und zu anderen Gelegenheiten. Ist eigentlich relativ neutral, hat eben die kleinen Herzchen und Blümchen, eine Schleife und dann eben noch 4 Sprüche. Ist eigentlich auch so ein ergänzendes Set, würde ich sagen. Für die Form habe ich verwendet die Stanzformen reihenweise Herzen. Und da brauchen wir 2 Stück. Und zwar einmal dieses Herz und auch dieses gelochte Herz. Die tue ich mir gleich mal raus. Beide Produkte findet ihr im Mini-Katalog. Und dann habe ich noch verwendet ein Stempelkissen in Glutrot und ein Band in Glutrot. Das ist jetzt das zweifach bestickte Satinband. Genau, guckt ihr mal, was ihr so zu Hause habt. Genau, dann legen wir los. Wir falzen uns zunächst den Streifen bei 2,5 cm. Und bei 8 cm. Und auf der anderen Seite genauso 2,5 und 8 cm. In Inch sind es, jetzt muss ich spicken, 1 Inch und 3 3/16 Inch. Das ist die Grundlage vom Falzen. Jetzt habt ihr eben hier 4 Orientierungslinien und die brauchen wir jetzt zum Einzeichnen, denn wir nehmen uns zunächst das große Herz. Legen uns die Stanzform hier einmal aufs Papier drauf. Ich komme euch mal ein bisschen entgegen, dann seht ihr es besser. Und wir legen uns das Herz genau zwischen die beiden Ränder und einmal ganz knapp kantig unter die erste Falzlinie oben. Und dann markieren wir uns mit dem Bleistift einmal die Umrandung. Das machen wir auf dieser Seite ebenso wie auf der anderen Seite. Einmal ringsherum fahren. Und auf der anderen Seite auch wieder oben anlegen. Und nachfahren. So, und dann nehmen wir uns die zweite Form und legen sie uns zwischen dieser Kante und dieser Spitze vom ersten Herz an. Also, hier unten passgenau und hier oben habt ihr dann noch so einen ganz kleinen Rand zum Zeichnen. Und auch diese Form wird nachgezeichnet. Und auf der anderen Seite auch.
dasselbe Spiel. So sieht das Ganze dann aus. Ihr habt also hier das Doppelherz und ihr habt hier das Doppelherz. Und jetzt gehen wir her, legen uns die Stanzform in das zuvor gezeichnete Herz und schieben das auf dieser Seite durch die Big Shot durch, legen es auf die andere Seite und tun es ebenfalls mit der Big Shot einmal durchstanzen. Und dann sieht die ganze Geschichte so aus. Diese Stanzform schneidet also nicht das Herz, die prägt euch nur diese Löcher hier rein. Und das ist so ein schönes Gestaltungselement für diese Form. Wir haben jetzt hier diese vorgezeichneten Linien, wie eben gezeigt. Und ihr habt die Stanzformen hier oben drin. Und jetzt schneiden wir uns das Ganze aus von Hand. Und das lasse ich euch jetzt ein bisschen schneller vorlaufen, denn ich denke, wie man ausschneidet, das wisst ihr. Und das würde das Video jetzt einfach unnütz auch in die Länge ziehen. Also einfach schön exakt an diesen vorgezeichneten Linien einmal ausschneiden. Das mache ich jetzt und bin gleich wieder für euch da. So, jetzt habe ich also das Herz oder diese Herzform einmal ausgeschnitten. Hier in der Mitte habe ich einfach so einen kleinen Steg gelassen. Das ist, damit das Goodie nachher besser stehen kann. Jetzt machen wir uns die ganzen Bleistiftstriche, die machen wir uns einmal noch weg. Die brauchen wir ja nicht mehr, das war ja nur zur Orientierung, wo wir schneiden müssen. Wenn ihr jetzt diese Grundform euch einmal erarbeitet habt, dann könnt ihr das einfach als Muster nehmen. Wenn ihr mehrere machen müsst, könnt ihr das jetzt einfach auf die Vorlage oder auf das Papier dann auflegen und nachzeichnen und müsst es nicht immer neu konstruieren. Also einfach so als Tipp, wenn ihr wirklich mehrere machen möchtet, dann nehmt euch eins als Muster. Selbstverständlich diese Prägung, die muss man dann natürlich bei jedem Einzelnen machen. Aber diese Grundform von dem Herz, die könnt ihr euch dann so erhalten und dann eben als Vorlage nutzen. So. Damit ist die Basis schon geschaffen. Jetzt bestempeln wir uns das Ganze noch. Und da habe ich mir eben diesen Stempel hier auf den Block gezogen. Der mit diesen kleinen Blütenherzen, nenne ich sie immer. Nehme ich mir den Stempelkissen in Glutrot. Und stempel mir das Muster hin. Beidseitig auf. Einmal. Und auf der anderen Seite genauso. Lassen wir kurz trocknen. Dann biegen wir uns das so ein bisschen übers Falzbein drüber, dass es so eine kleine Rundung bekommt. Ganz vorsichtig. Ich sehe gerade, ich habe hier oben noch so eine Kante drin, die schneide ich mir noch weg. So. Und wenn ihr es jetzt zusammenlegt, dann habt ihr diese Grundform vom Goodie. Finde ich ganz nett, so mit diesem Doppelherz, Anführungsstrichen. Und eben dadurch, dass die Lochung da oben ist, hat man nochmal diesen tollen, schönen Doppeleffekt. Ja, und jetzt kommt einfach nur noch das Band zum Einsatz. Das binden wir uns jetzt hier oben um die beiden Herzen rum. Könnt auch ein dünneres nehmen oder ein weißes Band. Könnt jetzt auch ein Klemmerchen dran machen. Schaut da einfach, wie es euch am besten gefällt. Wenn ihr die Herzen in einer anderen Farbe stempelt, könnt ihr dann auch das Band entsprechend dieser anderen Farbe auch gestalten, dass man das dann wieder gleich hat. So.
Seife. Machen wir es noch ein bisschen schöner. Das Band ist ein bisschen fester, deswegen geht das hier ein bisschen schwieriger. Aber wir kriegen es hin. So, jetzt sieht das Ganze doch schon besser aus. Die Größe noch anpassen. Genau. Schneiden wir uns die Überstände hier noch ab. So. Und dann packen wir uns noch die Praline hier einmal rein. Und fertig ist das kleine Goodie. Wie ich finde, eine wirklich herzige Idee, in Anführungsstrichen. Und man kann sie eben jetzt auf den Tisch stellen. Man könnte sie hinlegen. Ich müsste ein bisschen ausprobieren, wenn die Praline drin ist. Je nachdem, wie man sie ansetzt, rollt es so ein bisschen, so geht's. Genau. Und dann kann man eben dieses kleine Goodie dann mitbringen oder präsentieren. Ja, das war meine Idee. Zum Thema Valentinstag, Herzchen und so weiter. Bin ich so ein ganz großer Fan vom Valentinstag, aber ich finde, diese Idee kann man auch einfach unter der Zeit nutzen. Die Sachen, die ich verwendet habe, die findet ihr im Mini-Katalog. Wer noch keinen hat, der kann ihn jetzt noch bei mir bestellen. Der kommt kostenlos zu euch. Darin findet ihr eben die verwendeten Produkte. Und es läuft ja auch noch die Celebration, wo ihr euch dann ab 60 Euro Bestellwert ein Gratisgeschenk sichern könnt aus der kleinen Celebration-Broschüre. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt oder zur Anleitung, dann meldet euch gerne bei euch. Es läuft auch noch die Aktion zum Einstieg, die läuft ja noch bis zum 28.02. Und es kommt die Aktion mit den Hühnern, da habe ich euch ja ein Infovideo gemacht. Das verlinke ich euch hinten in der Endcard, da könnt ihr auch nochmal reingucken. Vielleicht sind die ja auch was für euch, diese süßen Hühner. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bleibt gesund, bleibt kreativ und wir sehen uns im nächsten Bastelvideo. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dahin. Tschüss!